Ja, jetzt geht's, sorry. Reflexion, unser Menschheit, pack die Utopie am Shop. Ganz egal, wie sehr wir wollen, Ignoranz in unserem Kopf. Wir wollen niemals alles besser machen, wollen alle nur Profit. Reflexion, unser Menschheit, ich glaub nicht, dass es das gibt. Dass ich meine Gitarre vielleicht noch über den Monitor kriege. Das geht nicht. Das geht. Und mich vielleicht noch ein bisschen lauter bei mir. Das geht auch nicht. Ich hab's besucht. Ich brauche auch noch seine Gitarre ein bisschen und seinen Gesang ein bisschen lauter. Aber sonst bin ich happy. Reflexion unserer Menschheit. Pack die Utopie am Shop. Ja, so ist gut. Ja? Okay. Zu laut muss er nicht, ne? Also Gitarre höre ich noch gar nicht von ihm. Ja, so ist gut. Mehr Gitarre und Gesang. Stimme, ja. Ja. Und eine Cheeseburger. Genau. Reflexion unserer Menschheit. Pack die Utopie am Shop. Ganz egal. Passt. Also ich Background auf jeden Fall ein bisschen. Ich mach Lied und er macht Anti-Lied. Was ist von der Lautstärke zu clean auf dirty? Mama? Noch nicht, ne? Clean leiser. Hallo, hallo? Passt. Kann ich meine Bass schon noch bis auf Monitor haben? Ja, logisch. Hier euch, dritte Band mit dem anderen Schlagzeug, das wird man dann nachher machen unterwegs, weil das ist jetzt weg, euers und niemand her ist ein bisschen unnötiger Aufwand, ne? Wie bitte? Könnt ihr gerne machen. Thank you.
Hallo, ah, Livestream. Sind wir schon live oder was? Jetzt sind wir live, alles klar. Okay, cool. Hallo, ja, wunderbar. Hallo, Livestream. Ja, klar. Willkommen hier im Leonberger Stadtpark zu den abgespeckten Kinder- und Jugendtagen. Momentan haben wir uns darüber, naja, wir haben uns über nicht jugendfreie Dinge unterhalten, aber jetzt haben wir unseren ersten Ehrengast hier. Hallo, Ruben. Hi, Tom. Wie viele, Jakob, wie viele Leute haben wir denn gerade, wie viele Leute, ah, guck mal hier, ganze vier Zuschauer. Unsere ganzen vier Zuschauer, was, möchte, also, was möchtest du der Welt sagen, also den vier Zuschauern? Bouncing Betty wird richtig geil, glaube ich. Bin überzeugt. Ich bin wegen Bouncing Betty hier, Alter. Der Rest interessiert dich gar nicht. Sie sind alle scheiße. Den Rest kenne ich nicht. Dann musst du das Mikrofon ein bisschen nähern. Dann mit, ja, genau. Den Rest kenne ich nicht, aber da bin ich gespannt drauf. Alles klar. Gut. Na, ihr habt's gehört. Das war das erste Interview. Weiß ich nicht. Ach, guck mal, hier sogar mit Zoom. Unglaublich. Als ob der Kameramann wüsste, was er tut. Ausgerechnet mir muss das passieren. Wir haben 2019 und ich, altes Trottelgesicht, hab mich verliebt. Ich sitze hier vor meinem dummen Foto und bemerke immer wieder, wie hübsch ich eigentlich bin. Wenn ich hochgucke, sehe ich mein Handy und dann denke ich, ich nehme das Teil und ruf mich an und sag's mir einfach. Vorher trinke ich noch ein Glas Rotwein. Meist trinke ich dann ein oder zwei Flaschen und halt meine Klappe. Nein. Für mich bin ich nicht nur hübsch, ich bin mehr für mich. Ich liebe mich. Zu alt und zu dick, I don't give a fuck. Den Hype voll verpennt, I don't give a fuck. Lange nicht gefickt, I don't give a fuck. Im Urlaub keinen Spaß gehabt, I don't give a fuck. Letzte
Filterblase geplatzt. Alter, was geht ab? Szene Party verpasst. Erfüll eure Erwartungen schon wieder nicht. But I don't give a fuck. Ich liebe mich. Ja, 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 geht gleich los. Ich liebe mich. Ich liebe mich, liebe mich. Oh, oh, ich liebe mich, liebe mich. Ich liebe mich. Ich liebe mich, liebe mich. Oh, oh, ich liebe mich, liebe mich. Take the needle and just drop it on the record. Ich frag mich, wer wohl der geile Typ im Spiegel im Bad ist. Ach, das bin ja ich. Ich liebe mich wie Narzis. Und das, obwohl die allermeisten Frauen mich für ein viel zu großes Kind halten und nach links swipen. In einer Welt voll Bigram-Yoga, WhatsApp und Intervallfasten lauf ich durch die Gegend wie ein deplatzierter Vollpfosten. Kein Wunder, dass ich einen tierischen Komplex hab. Ständig sagen mir selbst Siri und Alexa, sie finden mich und mein Verhalten widerlich. But I don't give a fuck. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Ich liebe mich, liebe mich. Oh, oh, ich liebe mich, liebe mich. Ich liebe mich. Ich liebe mich, liebe mich. Oh, oh, ich liebe mich, liebe mich. Ich liebe mich. Schon wieder keine Likes, I don't give a fuck. Viel zu alte Nikes, I don't give a fuck. Mein Pimmel ist zu kurz, I don't give a fuck. Singe schief und aus dem Takt, I don't give a fuck. Hab letzte Nacht mit prominenten Selfies gemacht. Leider war ich nackt, I don't give a fuck. Verliere bei dem ganzen Scheiß die Übersicht. But I don't give a fuck. Ich liebe mich. Ich liebe mich, liebe mich. Oh, oh, ich liebe mich, liebe mich. Ich liebe mich. Liebe mich, oh, oh, ich liebe mich, liebe mich. Natürlich hab ich auch manchmal die Nase voll. Mach mir zu viele Gedanken und schlaf nicht toll. Doch wenn ich mal wieder nicht weiß, wie ich das alles schaffen soll, nehm ich mich selbst in den Arm. Greatest love of all! She is everywhere I go. My friends tell me I should know. She would never talk to me if I didn't play guitar or sing. Just a girl out to take over my world. Just a dream that became my reality. And my friends say stay away. That girl is trouble. She will break your heart. She is evil. She's too young.
she's too young. She loves no one but herself. And my friends say stay away. That girl is trouble. She will break your heart. She is evil. She's too young. She belongs to someone else. And my friends say stay away. That girl is trouble. She will break your heart. She's the devil. She's too young. She loves no one but herself. And my friends were right.
what you're yelling for. Lay back, it's been done before. And if you could only let it be, then you will see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, then you become somebody else when everyone else watching your back, like you can't relax, trying to be cool, but you look like a fool to me. Tell me. Over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's that you see, you're making me laugh out when you strike a pose. So take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. When everyone else watching your back, like you can't relax, trying to. Life's like this, you went to fall and you crawl.
Name of the song is Gaucho. Gotta do much more than believe if we wanna see the world change.
Einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich sehr, dass ich im Namen der Stadt Leonberg alle hier begrüßen darf. Mein Name ist Katharina Mikheit, ich bin die Projektleiterin der Kinder- und Jugendtage. Und bis vor 3 Monaten war das Ganze hier eigentlich noch gar nicht denkbar. Von daher ist es toll, euch alle hier zu sehen. Bei dem Wetter auch noch, wie ich sehe, haben alle ihre Teller aufgegessen. Ich hoffe, das bleibt heute auch noch so. Es ist ein bisschen was vorhergesagt. Vor 3 Monaten habe ich mir überlegt, was können wir im Rahmen der Kinder- und Jugendtage eigentlich machen. Es ist momentan nicht viel erlaubt oder zu dem Zeitpunkt war nicht viel erlaubt. Dann habe ich den David vom Jugendhaus angerufen und habe gesagt, wollen wir nicht zusammen einen Livestream machen aus der Beatbaracke mit 3 Bands. Er war sofort dabei, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben das Ganze geplant und vor circa 6 Wochen haben wir dann gesagt, eigentlich müssen wir das Ganze jetzt live machen, weil jetzt dürfen wir wieder. Und haben angefangen, die ganze Planung auf die Seebühne zu legen. Jeder, der die Kinder- und Jugendtage kennt, weiß, normalerweise ist es der Rock auf der Seebühne. Der ist jetzt dann hier entstanden, weil wir da unten ein paar Infrastrukturprobleme hatten. Auch einen großen Dank an die Firma LLD, vor allem der Fabian, der uns in allen 3 Phasen von Livestream über Seebühne und jetzt eben hier begleitet hat in der technischen Betreuung. Ich wünsche allen viel Spaß. Ich muss noch ein paar Corona-Regeln nennen. Abstand halten, Maske tragen, wenn ihr euch Getränke holt. Toiletten haben wir da hinten, die 3 Dixies. Und der Ausgang ist nachher auf der Seite, bitte. Ich wünsche allen viel Spaß und übergebe für den Rest des Abends an den Mike. So, hallo Leonberg. Ich freue mich riesig, euch alle hier so zahlreich zu sehen. Wir haben seit Ewigkeiten richtig Bock, mal wieder ein Live-Konzert veranstalten zu können. Und wir finden es unglaublich schade, dass wir quasi dieses Jahr trotzdem unser Festival noch absagen mussten. Aber heute haben wir die Chance, zumindest ein kleines bisschen Festivalsommer mitzuerleben. Und wie Katharina gerade schon sagte, das Wetter ist hervorragend. Ich hoffe, ihr seid alle gut gelaunt. Hinten am Stand gibt es natürlich kalte Getränke und Merch von den Bands, die ihr gleich noch sehen werdet. Und ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen, aber die erste Band würde ich ganz gerne auch ein bisschen anmoderieren. Die Band Euphoria probt seit 2 Jahren bei uns im Jugendhaus Warmbronn im Proberaum und ist damit quasi ein Teil unserer Familie. Und die Jungs sind schon richtig, richtig scharf darauf, weil während Corona konnten sie natürlich niemandem zeigen, was sie so gelernt haben in all der Zeit. Und die sind richtig, richtig scharf drauf. Und ich hoffe, sie können euch mit ihrer Musik begeistern. Danke. Ist ein bisschen tief, hä? Ist ein bisschen tief. Hallo. Schön, in unserem Hometown zu spielen. Das ist sozusagen, ja, wir werden mit euch auf der Bühne in Jungfurt. Sozusagen unser erster Gig. Habt ein bisschen Nachsicht. Franje. Der erste Song ist sozusagen unser Bandsong. Der hat eigentlich uns zusammengebracht und aus dieser Euphorie ist eigentlich der Song entstanden. Den spielen wir speziell für Freunde, Familie und alle, die uns kennen. Weit. Hanging around with my guys making music, playing some parts we already created, listening to songs, to the words that I mean, and living this place, flying back to the refrain. I can remember we were reading a younger, ways on the street the whole day, my longer, jam on my bass, and I try to spur beats and congas,
needing no more. That was all that you stole. Dankeschön. Danke, danke. Dankeschön. Ja, das macht das Ganze schon ein bisschen einfacher, wenn man Applaus kriegt, oder? Schön, dass ihr auch alle da seid. Danke nochmal an die Organisatoren, dass es ihr für die Bands möglich gemacht habt. Das ist ein fetter Applaus wert. Was ist denn unser nächster Song? Ja. Der nächste Song, der heißt Idolatrous Love. Und das ist für, sag ich mal, alle Männer, die mal schon mal Beef hatten mit ihrer Frau. Verzeiht uns, wir lieben euch. That I'm not your man.
even if it might be too late. I say it nevertheless, that I love you. I love you under the dress. Don't leave me high and dry, baby, please stay by my side. Remember the days we were like Bonnie and Clyde. I cannot accept that the story is running out of time. I'm losing my self-control, falling down between rain and snow. I depend on you. Suffer what I did to you. The only thing that I know is that I did it because I hate you. Honey, believe me, it wasn't your fault if I escaped into a surreal world. God is my witness, I wouldn't do it again, even if it might be too late. I say it now. Find me now, redeem. I'm ready to take over you and to leave all the grass. Only other love to slow. What a deep, no way out. The only thing I can promise is my other love's love. Other love's love. Other love's love. I'm losing myself. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Schön, Thomas. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. So, vage, wird noch. Thank you.
ich meinen Gitarrist auch warm. Jetzt geht's ab. Der nächste Song heißt Like a Pill. Den widme ich meinem Sohn. Starting my day getting ready for school. I'm giving my soul away like a fool. I know I'm too young to explain how I feel, but I can't understand why they do this to me. Later in classroom, the nightmare begins. The devil exhorts, now be a good child, say yeah. No way. I am not the only one who is suffering. My mother's in bedroom, I can hear she is crying. When I'm grown up, my fury will help me leave everything behind me. Forget all the misery. Zu spielen in meinem Hometown, in unserem Hometown. Ich denke, das ist das, worauf wir die letzten zwei Jahre hingearbeitet haben. Und ja, mega. Freut uns echt wirklich. Schön, euch die Songs präsentieren zu dürfen. Der nächste Song am Album heißt Mother Earth. Schwieriges Thema ist ja überall vor Corona-Zeit in dieser Stadt Mother Earth.
Ja, geht's Thema Pollution, Thema Umwelt. Hört einfach rein, versucht den Text zu hören. Und ich denke, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch überraschen.
Dankeschön. Brutal, das Lied geht immer voll nahe. Wir haben echt noch viel zu lernen, was unseren Planeten betrifft, echt. Apropos, noch viel zu lernen. Das nächste Lied, aus einem ganz dunklen Moment entstanden, heißt Stand Up Again. Wir kennen das Gefühl nicht, morgens aufzustehen, Sonne scheint nicht, alles ist irgendwie schön, wach runterzugehen. Da kann man genau zwei Sachen machen, entweder den Kopf in den Sand stecken oder wieder aufstehen. Stand Up Again. Hey Mann, das kenne ich gar nicht. Na, probier das mal. Pass bitte. Destination, oh, I put my guitar in the drum. Felt lost and lonely with the wish of getting drunk. Wash all the sorrows and remorse's way. Like Frankie said, I will do it all my way. You need a shoulder to rely on to be through. When bad things come around, when you bite all the dust, and then when the world comes crushing in, the shade is way too fast. Dankeschön, Jungs. Und Mädels natürlich auch. Stand up again. So, jetzt ist der Bassist auch warm. Er hat Popeye Arm gekriegt. Das nächste Lied ist eines der wenigen Lieder, wo auch ja, im YouTube-Channel verfügbar ist. Vielleicht kurz ein paar Worte dazu. The Sun Inside. Ich denke, wir fanden das Lied als zum Schlusspunkt ganz gut für das Motto heute, einfach Kinder-Jugendtag. The Sun Inside heißt auch dann im Refrain.
dass man im Prinzip grob formuliert, so wie Kinder einfach die Sonne wieder in sich scheinen lässt. Ich denke, das haben wir verlernt. Wir müssen mal nochmal so die Sachen betrachten aus Augen eines Kindes. Ich denke, das ist viel einfacher und wir können noch viel von ihnen lernen. Absolut, deswegen Song Inside. Laura Di Vedo. Once upon a time, remember when you were a child, so innocent and pure, the spark in your wide open eyes. Remember when you said you will never leave my mind. Once upon a time, remember when you were a child, so open-minded and sophisticated, the spark in your wide open eyes. Remember when you said that your smile will never fade. Maybe after all the time, you forgot that child who had a son inside. The son inside of you. Maybe that I forgot it too. The child who had a son inside. The son inside of you. Try to remember when you were a child, all the joy you had inside. No valley too deep, no mountain too high. And remember when you said, these times I'll never forget. Maybe after all it's time. Child you were inside, the sun inside of you. And maybe that I forgot it too. The child who had the sun inside, the sun inside. Friend, it's time to remember when you were a child. Dankeschön. Dankeschön. Thank you.
Konzert hat euch bis jetzt gefallen? Ich hoffe, einigermaßen. Okay. Unser Slot ist eigentlich jetzt fast durch. Sollen wir noch einen spielen? Sollen wir noch mal einen spielen? Lasst ihr uns noch mal. Alles klar. Weil es so schön war, stand up again. This morning with a bad taste in my mouth. My baby left, my dog is gone, I'm heading south. Destination, oh, I put my guitar in the trunk. Felt lost and lonely with a wish of getting drunk. Wash all the sorrows and remorse's way. Like Frankie said, I will do it all my way. You need a shoulder to rely on to be true. Crushing it, shit, it's rain of bands, stand up again. Stand up again, stand up again. I ride the highway with my ghetto on full blast. Smoking a cigarette, trying to forget the past. Guess I won't see you just a piece, not for a while. It's gonna be alright, oh. Das war's. Dankeschön. Dankeschön. Danke an alle. Cool, war ein cooles Publikum. Dankeschön.
dress, but they are so in chains. I am not the only one who is suffering. My mother's in bed, I can hear she is crying. When I'm grown up, my fury will help me leave everything behind. Forget all the misery, yeah. One, two, three, four. I don't wanna be part of this generation. I am not your subject, this changes illusions. Look in my eyes, so you cannot ignore. Well, this is the rest of my broken bone. Tell me who I am. I am living like a man. No emotions, no human. Isn't it what you wanted from me? Tell me who I am. I am living like a man. I am quiet, I am young. Teach me then, please. Leave me alone. Dankeschön. Dankeschön, Leonberg. Vielen Dank. Vielen Dank an Euphoria für den ersten Gig. War das doch ein super geiler Einstieg. Es geht natürlich gleich auch direkt weiter. Es dauert gleich kurz einen Moment, bis sich die nächste Band auf der Bühne positioniert hat. Und ich würde die nächste Band gerne als heißen Newcomer ankündigen, was aber ein bisschen Quatsch ist, wenn ich bedenke, dass sie schon gefühlt 47 Mal für uns auf der Bühne standen. Aber als Erfinder des Punk-Sock ist die nächste Band Socke natürlich der absolute Wahnsinn und ich freue mich, euch sie heute präsentieren zu können. Der eine oder andere hat sie wahrscheinlich schon auf einer oder mehreren unserer Veranstaltungen gesehen, aber es ist immer wieder ein Fest und ich freue mich, sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Socke, seid ihr bereit? Nein? Okay, dauert noch einen Moment. Sollte so ungefähr 10 Minuten dauern, bitte. Mein Fehler. Socke muss natürlich gleich noch ein bisschen umbauen. Also gibt dem Ganzen noch mal 10 Minuten Zeit oder sowas. Aber die Vorfreude ist schon riesengroß. Holt mal die Jungs her, wenn er ein Interview macht. Kann ich mir sitzen bleiben?
Eigentlich nein. Eigentlich definitiv nein. Aber den Pizza hat Dinger woanders hinzuholen? Der ist voll okay. Wenn der
Okay, bis bald. Das bin ich. Alles gut. So. Jakob, sag an. Alles klar. So, als kleines Pausenprogramm hatten wir uns ein Interview mit den entsprechenden Bands ausgedacht. Bei mir ist jetzt Euphoria. Hallo, vielen Dank beim Bandspielen, vielen Dank beim hier sein. Danke euch. Euphoria, ihr sagtet ja Hometown Band aus Leonberg. Richtig, richtig. Wir kommen alle hier aus der Gegend, Renningen und Leonberg, und wir haben unseren Proberaum deswegen Locals in Warmbronn. Also das Jugendhaus Warmbronn hat uns da die Gelegenheit gegeben, dass wir dort proben dürfen. Und sind circa seit drei Jahren eigentlich mit meinen Brüdern, also das ist mein älterer Bruder. Ja. Und der mittlere, der hat vorher auch, der Leadgitarrist, zusammen gegründet, und haben dann noch den Michele, ein sehr guter alter Freund von uns, und den Yves, den Schlagzeuger, auch noch dazu geholt. Und haben somit vor also, zwei Jahren... Also quasi Familiengeschäft mehr oder weniger. Ja, so ungefähr, genau, so ein bisschen. Ja. Aber so vor zwei Jahren gegründet und haben jetzt dann unseren ersten, sag ich mal, großen Auftritt. Davor konnten wir leider nicht. Das heißt, davor, also klar, war Corona, war Corona. Lange Zeit konnte man sowieso nichts, aber genau. Das heißt, ihr müsst euch quasi kurz davor, vor dieser ganzen Geschichte gegründet haben. Wir haben uns für ein paar Unplugged-Sessions getroffen gehabt, aber es ist natürlich eine ganz andere Nummer. Also in der Tat haben wir jetzt vorletzte und letzte Woche das erste Mal nach 9 Monaten unser Set spielen können. Okay. Von dem her, danke an euch alle, dass ihr zugehört habt. Habt Nachsicht mit uns, wenn wir uns hier und da vielleicht einen kleinen Patzer erlaubt haben. Aber wir hatten das Gefühl, das kam ganz gut rüber. Ja. Und danke euch nochmal für die Möglichkeit. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, also dann nochmal ein Dank auch an die Stadt. Eigentlich war das ja so, war gedacht, dass es quasi gar nicht stattfindet, oder man wusste nie so richtig. Aber zum Glück hat es jetzt geklappt. Ja, aber geiler Auftritt. Ja, vielen Dank. Ihr habt... Was habt ihr denn noch so groß vor mit eurer Band? Wollt ihr eher so local bleiben oder solltest du doch was rauskommen? Naja, am Anfang hatten wir natürlich schon, wollten wir erstmal local bleiben, aber dann kam Corona und jetzt nutzen wir natürlich jede Chance, wo wir haben, auf die Bühne zu kommen. Wir haben natürlich was vor, ja, aber wir sind alles, sag ich mal, etwas ältere Generation, aber wir wollen trotzdem, ja, Rolling Stones hat es vorgemacht mit 75. Also nee, wir wollen tatsächlich noch ein bisschen was machen, wir wollen an unserem Album arbeiten. Was wir uns jetzt mal als Zeitfenster nächstes, übernächstes Jahr gesetzt haben, und dann ein bisschen, sag ich mal, Touren, in Anführungsstrichen, auf Grazer Festivals. Und danke euch nochmal, ja, super. Alles klar, ja, das Baumgartner Open Air kommt bestimmt wieder. Seid auch herzlich eingeladen. Absolut. Vielleicht ein kleiner Tipp, wenn es jemand gefallen hat da draußen. Wir haben unser Lied The Sun Inside, haben wir vorhin super Feedback bekommen, ehrlich. Ihr könnt es auch auf Spotify finden, ihr findet es auch auf YouTube. Schaut einfach mal rein, wird uns freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wer weiß, Rock Explosion, warten wir mal ab. Wir drücken die Daumen, dass es vielleicht doch in irgendeiner Form noch klappt. Und wir wären dabei, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann noch, das läuft alles unter Facebook und Instagram, da könnt ihr uns auch finden. Ich glaube, genau, das ist alles Es ist alles unten in der Beschreibung drin. Alle Links vom Social und von YouTube von euch, die sind alles schon, genau. Alles, was ihr... Genau, Records auch mit dabei. Ist alles dabei, das Label dann. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das war zahlreiches Zuschauen auch hier im Online. Danke auch an alle, die es über Stream geschaut haben, genau. Die wir so nicht... natürlich live sehen konnten, aber ihr wart dabei, wir haben es gespürt, danke an euch. Ja, hat man da eine alles Zahl, klar. Wie viele da geschaut haben? Wie viele sind gerade da? Was? 15 Leute. Naja, für Local reicht doch. Perfekt, ja Mann, vielen, vielen Dank. Okay, und dann vielen Dank an die Freunde. Peace up, danke. Stay tuned, peace up, A down, stay tuned, Jamor Records and ja, Euphoria. Danke. So, dann probieren wir das doch nochmal mit der Anmoderation. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ich freue mich halt schon lange darauf. Aber bevor wir mit der nächsten Band weitermachen können,
was ich nämlich auch immer wieder vergessen habe. Ihr habt bestimmt gesehen, hier läuft der ein oder andere mit einer Kamera über den Platz. Und wir haben seit kurzem ein neues Projekt bei uns im Jugendhaus, die Kulturstoffzelle. Und dieses ganze Event heute wird auch im Internet live gestreamt. Den Livestream erreicht ihr entweder über unseren YouTube-Kanal, Kulturstoffzelle, oder über den Link livestream.kulturstoffzelle.de. Also, für euch ist es wahrscheinlich nicht so interessant, weil ihr natürlich hier seid, aber sagt all euren Freunden, Verwandten, Bekannten Bescheid, die sollen einschalten, damit sie das mit euch teilen können. So, Socke, seid ihr fertig? Jetzt seid ihr soweit. Geil. Okay, ich freue mich riesig, Socke auf unserer Bühne begrüßen zu dürfen. Feiert sie ab und genießt den Auftritt. S-O-K-E, die Habibis sind schwer. S-O-K-E, die Habibis sind schwer. Wir spielen für sie, wenn sie wollen, jederzeit, überall. S-O-K-A-E. Reflexion, unsere Menschheit, macht die Utopie am Start.
Könnt ihr bitte meine Gitarre ein bisschen lauter hier auf dem Monitor haben? Dankeschön. Erstmal motzen, ne? Tja, wir Euphoria sind wir auch zum allerersten Mal auf der Bühne. Zumindest seit knapp 2 Jahren. Da war ja irgendwas. Keine Ahnung, ob ihr das mitbekommen habt. Deswegen konnten wir nicht spielen. Deswegen zum allerersten Mal wieder auf der Bühne. Wir freuen uns hier in Lierenberg zu sein. Vielen Dank. Und der nächste Song geht raus an die NSA, getting deep is up. Ich hab mir die gefällt. Unsere kleine Welt. Wir labern ja viel Dreck und wir leben die Dummheit. Und du musst das auswerfen, dass du so glücklich bleibst. Was quasi vor Corona rauskam. Das haben wir irgendwie im Januar, glaube ich, rausgebracht. Und dann wurde alles dicht gemacht. Da war noch ein gewisser Donald Trump an der Macht. Gott sei Dank nicht mehr. Nächste Song als Lügenbaron. Globale Erwärmung, was soll der Scheiß? Mal ist es halt kalt, mal ist es halt heiß. Die Erde ist flach, was jeder weiß. Politik unbestechlich, egal welcher Preis. Gasmaske an ein Flugzeug fliegt vorbei. Gehirnische Burruf, die Polizei. Was kam zuerst, die Henne oder das Ei? Und die ersten Menschen und die Wolle. We'll
Bleib gleich, darum bist du noch heute das Größte. Darum bist du noch heute.
größte Arschloch unserer Zeit. So, man merkt, wir haben lange nicht mehr gespielt, dass wir den Schalter treten. Ich muss noch ein bisschen üben. Aber das kommt. Was höre ich da? Da hat jemand Bock auf eine Blinddarm-OP? Ja! Wer hat Bock auf eine Blinddarm-OP? Ja! Tut mir einen Gefallen und holt eure Scheren raus, denn wir fangen gleich an zu schneiden. Wo sind eure Scheren? Zeigt uns die Scheren oder auch Peace-Zeichen, wie ihr wollt. Wenn wir das Lied gleich spielen, müssen alle eine Schere machen, sonst spielen wir nicht weiter. Der Blinddarm muss jetzt endlich raus. Hey, ich hab Kaugummi geklaut. Der Blinddarm muss jetzt endlich raus. Hey, braune Scheiße nicht verdaut. Der Blinddarm muss jetzt endlich raus. Hey, ich esse zu viel Kram. Der Blinddarm muss jetzt endlich raus. Der Blinddarm muss endlich raus. Der Blinddarm muss endlich raus. Der Blinddarm, der muss raus. Nicht mehr auf, Blinddarm, der muss raus. Der Blinddarm muss raus, das schätzt ihn nicht mehr aus. Raus aus dem Bundestag, raus aus der Kneipe, raus aus den Köpfen, das braucht wirklich keiner. Wir sind dagegen, ihr seid nicht alleine. Hebt eure Scheren und fangt an zu schneiden. Ich sagte, hebt eure Scheren und fangt an zu schneiden. Zeit immer ein bisschen schwer, neue Lieder zu schreiben, weil wir versuchen immer unsere Lieder auch ein bisschen zu leben und das auch so zu meinen. Dennis und ich haben nach Jahren der Knechtung endlich wieder unsere Jobs geschmissen, um wieder studieren zu gehen. Das nächste Lied heißt Für immer Student. Endlich wieder Studentenband! Eingeschrieben seit 10 Jahren, nie was dafür getan, was soll der Schein? Dein Leben fit, hast du es nicht gemerkt? Studieren ist ganz geil, ich hab von Mathe keinen Plan, doch warum nicht mit der Bahn? Das Mensa-Essen schmeckt okay. Wohnen im Studentenwohnheim seit einer halben Ewigkeit, viele Gesichter kommen und gehen. Ich werf mich niemals vorbereiten, für immer auf dem Campus bleiben. Das Leben hat nichts mehr zu bieten und BAföG zahlt mir meine Miete. Immer Student, für immer.
danach kommt, ich bleib Student, immer Student, Studentenband. Whoa, oh, oh, immer Student, für immer Student, kriegen kann ich, wenn ich tot bin, ich bleib Student, immer Student, für immer Student. Whoa, oh, oh, oh. Ist ja auch schon so warm wie uns. Dann, ich würde sagen, Solidarität, ihr dürft doch gerne aufstehen, weil wir tanzen hier rum und schwitzen die ganze Zeit. Und wenn ihr auch schwitzt, dann geht es gleich viel besser. Also nicht von den Picknickdecken bewegen, das ist ganz wichtig, aber ihr dürft hoch und tanzen, das ist erlaubt, habe ich mir sagen lassen. Ne? An der Stelle auch mal vielen lieben Dank an die Veranstalter, an die Band, die vor uns gespielt hat, Euphoria, an die Band, die nach uns spielen wird, Bouncing Betty. Wir freuen uns mega, hier zu sein dürfen. Vielen lieben Dank. Wir sind SOKE, die Habibis in Spee. Wir haben uns natürlich auch während der Corona-Zeit ein bisschen Zeit gelassen, Lieder zu schreiben. Es gibt immer fleißige Bands, die bringen ein ganzes Album in so einer Zeit raus. Und wir haben heute nicht 5, nicht 6 und auch nicht 7 neue Lieder, sondern genau ein neues Lied in der Corona-Zeit. Das spielen wir heute aber. Extra für euch, wir waren fleißig. Habt ihr Bock? Hammerfrau, die sich nicht sagen lässt, vom Masochist, Elitären vom Faschist. Ihr Name ist Anna und ein Schild für sich fest. Kein Mensch steht über anderen, weil jeder gleichberechtigt ist. Und der Chef ruft dir den Montag an. Sie sind wieder zu spät. Fick dich, Mann. Anarchie!
schlafen, das geht bis in den Mond. Zum Frühstück gibt's erstmal ein Bier. Den Nachttopf geleert und die Wohnung geputzt. Seine Skatkumpels kam um mal vier. Besuch von seinen Enkel willkommen. Doch kurz darauf schickt er mich ein. Er hat noch was vor, muss in die Häuser ziehen. Er seufzt sich einen rein. Ja, mein Opa geht heute Abend noch mal raus. So was habt ihr nie gesehen. Kommt er heim, schickt er seinen Rausch aus. Sag mir, wie soll das nur weitergehen? Sag mir, wie soll das nur weitergehen? Nächsten Tag wacht er verkatert auf. Zu Frühstück gibt's ein Konzert Bier. Und neben ihm wacht eine Rentnerin auf. Und fragt sich, was mache ich hier? Dann stuppt er seine üblichen Pillen und ist darauf gleich wieder wach. So kann er wieder um die Häuser ziehen, so wie jede Nacht. Ja, mein Opa geht heute Abend noch mal raus. So was habt ihr nie gesehen. Kommt er heim, schläft er seinen Rausch aus. Sag mir, wie soll das nur weitergehen? 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 Ja, mein Opa geht heute Abend noch mal raus. So was habt ihr nie gesehen. Kommt der Hahn, schickt er seinen Rausch aus. Sag mir, wie soll das nur weitergehen? Ja, mein Opa geht heute Abend noch mal raus. So was habt ihr nie gesehen. Kommt der Hahn, schickt er seinen Rausch aus. Sag mir, wie soll das nur weitergehen? Gehen. So, wir wollen das euch nichts vormachen, wir sind ja keine Lügner hier oben. Wir haben noch zwei Songs und dann ist völlig nichts mehr zugehabt, weil wir haben hier ein schickes Programm. Nach uns kommt nämlich Bouncing Betty. Lasst mal hören für Bouncing Betty. Ich liebe den Namen, ich liebe den Namen. Deswegen unser vorletzter Song. Wie gut ist euer Spanisch, Leute? Muy bien oder nicht so? Egal, wir bringen es euch bei. We'll be right back.
abzugehen. Ich hasse schon, sehr geil. Und alle! Whoa. Also einen haben wir noch, den haben wir ein bisschen geändert, das ist so ein bisschen, na, für uns immer nicht so ganz fein zu spielen, aber es wird immer erwartet, kann ich ja mal sagen. Wir haben hinten auf jeden Fall noch Shirts, falls es euch gefallen hat. Letztes Lied, bisschen andere Version, wird gefährlicher denn je, wisst Bescheid. Frau, ja, sie heißt Alice, doch das ist ihr viel zu englisch. Darum nennt sie lieber Alice, denn das ist ja fucking deutsch politisch engagiert. Die Hasspredigten kommen von ihr, das Abendland islamisiert. Wie kann man nur so viel Scheiße von sich geben? So dumm ist doch kein. Sie hat nen Fetisch für Ausländer raus in ihrem Irrenhaus.
mein lieblicher Brauch. Who the fuck is Alice? Who the
Socke, die Erfinder des Punk-Socks. Ja, so, was so ist denn wir uns. Punk-Sock? Punk-Sock ist einfach, wenn man nicht weiß, wie man seine eigene Band benennen soll. Ich schau da rüber, sorry. Immer schön in die Kamera. Ich schau zu dir, komm, ist persönlicher. Ach, Punk-Sock, ja, wir haben lange überlegt, wie wir uns nennen, weil richtig Punk ist es ja nicht. Aber wir wollen auch nicht sagen, wir sind eine Popband. Deswegen haben wir es so gemacht wie die ganzen großen Bands. Wir erfinden einfach unser eigenes Genre. Und es heißt Punk-Sock. Hat sehr gut funktioniert. Ihr sagtet ja auch, seit einer Ewigkeit nicht mehr auf der Bühne gestanden. Davor, wenn man euch nicht kennt, was habt ihr so getrieben? Du meinst? Vor Corona. Vor Corona. Also, Corona ist, also will ja keiner mehr ausgesprochen haben. Aber ja. Was habt ihr vor Corona so getrieben? Wo hat man euch gesehen? Wir sind ja schon seit, das Ding jetzt so lang, aber ist gar nicht so lang, 2017 unterwegs und haben teilweise ein paar Sommer hintereinander jeden Samstag einen Gig gespielt. Also wir waren sehr viel unterwegs. Vor allem hier in dem Bereich Stuttgart, also Kellerclub, Club Zentral, hier in Leonberg ganz viel in der Beatbaracke, generell im Umkreis, aber auch mal ein bisschen außerhalb. Für uns außerhalb ist zum Beispiel Mannheim. Das war, glaube ich, das zweite Mal, also wo schon, wir gespielt haben. Das heißt, man kann euch ja auch überregional, also was heißt, also mehr oder weniger überregional kennt man euch trotzdem. Ja, ob man uns kennt, ist die eine Frage. Aber man sollte euch kennen, würde ich sagen. Ja, das ist Meinungssache. Aber wir kommen gerne, auch wenn ihr irgendwo im Norden ein Festival oder sonst was habt, wir spielen da. Ihr habt's uns gehört. Kein Weg zu weit. Punk-Sock gibt es auch im Norden. Genau. Das heißt, also es gibt es auch schon eine ganze Weile. Jede Band hat ja so ein bisschen eine Gründungsgeschichte, die sonst nie so rauskommt. Aber für die sich die meisten Leute interessieren. Wie war das bei euch? Bei uns war es so, dass Dave und ich, also unsere Schlagzeuger und ich, wir waren zusammen vor einer anderen Band, Smoking Penguins, Shoutout, die gibt es immer noch, in anderer Besetzung. Und irgendwann haben wir uns gesagt, hey, wir wollen was auf Deutsch machen, Deutschpunk. Und auch so ein kleines bisschen politisch angetouched, ein bisschen in die Richtung. Und der Alex, unser Bassist, ja, langjähriger Freund von mir, da haben wir gesagt, hey, der war früher Gitarrist in einer anderen Band, komm doch zu uns und spiel Bass, wir brauchen noch einen Bassisten. Ne? Und dann Bassisten waren wir. Sind rar. Also rar. Muss auch irgendwann mal der Leadgitarrist herhalten. Ja, manche sagen, Bass ist das schwierigste Instrument, weil es keiner spielen möchte. Nein, Quatsch. Ja, der Alex macht es bei uns, ist dazugekommen und seitdem sind wir zu dritt unterwegs und machen Punk-Sock. Punk-Sock, sehr gut. Alles klar. Ganz geil, was ich fand, war euer Lied mit dem Blinddarm. Wie ist denn das entstanden? Das scheint ja zumindest eure Fans sehr gut zu kennen. Ja, witzige Story. Oder ich weiß gar nicht, ob sie so witzig ist. Werd mal sehen. Es war irgendwann bei der Probe, da haben wir halt auf den Sofas gesessen und haben ein bisschen geredet. Und der Alex erzählt so eine wilde Story, wie er mal Blinddarmschmerzen gehabt hat und ins Krankenhaus fahren musste extra, weil es so sehr wehgetan hat. Und dann ist er da angekommen, hat 3 oder 4 Stunden oder so gewartet und niemand kam, um eine OP zu machen, um ihm irgendwie zu helfen. Ja, und schlecht. Ja, irgendwann war es dann halt so, das hat sich wohl von selber geregelt, das Problem. Also er hat ewig gewartet und gab es keine Blinddarm-OP. Und dann kamen wir auf die dumme Idee, ja, lass mal einen Song darüber machen. Also das Trauma musste künstlerisch verarbeitet werden. Auf jeden Fall, ja. Also der Blinddarm ist bis heute noch nicht raus, bei uns allen drei. Deswegen, wer weiß, vielleicht irgendwann live auf der Bühne. Zumindest ein Fan hat auch eine Schere dabei, also hätte es direkt machen können. Hoffentlich haben alle ihre Scheren dabei, aber nicht, wenn die Scheren rennen. Alles klar. Socke, ja, dann vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Auch ja, vielen Dank. Danke, dass wir hier sein durften. War kein sehr Problem. Geil. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Ja, hoffentlich. Sehr gern. Mit der Beatbaracke wird es ja wahrscheinlich nicht das letzte Konzert gewesen. Ja, wir kommen ja ums Eck. Wir sind ja aus Gerlingen um die Ecke. Wir kommen immer gern vorbei. Gut, dann vielen Dank. Jo. Danke. Ah, übrigens, sämtliche Socials, alles, was Socke so hat, ist unter dem Video verlinkt. Was er sagt.
Thank you.
Ah, guck mal, ich höre mich. Interessant. Habe ich schon seit 2 Jahren nicht mehr gemacht. Ich gehe mal das zum Besten, was ich am besten kann. We can leave the world behind. Whatever you got on your mind. Sing mit. Together we can take the time and make it right. Passt für mich, ja. Ja, ich mach mal gleichzeitig Gesang und Gitarre. Oh, oh, oh. Gitarre kannst du tatsächlich ein bisschen runter nehmen und dafür Gesang noch ein bisschen hoch, minimal. Ja, genau, so passt, alles gut. Genau, ja, super, vielen Dank. Da bin ich bei den Fehlern in der Hand. Hey, yeah, hallo, yeah, hey, ja, tja, ha, hey, ich glaube, das reicht mir schon. Hey, yeah, ja, ein bisschen, hey, jawohl, wunderbar. Okay, check, one, two, everything's fine. That's good. Wir jucken nur ein A. Check one, two. Gitarre aber nur hinten. Tick, tick. Once again. Du hörst mich gut. Du hörst mich gut. Good. So weit. So gut. Kann es sein, dass wir am Mittag schon rum sind? Die Zombies, die da sitzen, die Mehrheit. Eure Nachbarn noch viel abgefuckter als sie sind. Das Ende beginnt und jeder blind nach mehr schreit. Kann es sein, dass es euch nicht mehr besonders berührt, wenn ihr in den News nur Blut seht? Es hört in Hungerschür, Gehirn bricht durch hier. Und es euch danach so komisch gut geht. Kann es sein, dass man uns mit Bildern bombardiert? Dass trotzdem kaum noch jemand interessiert. Ob der Krieg direkt vor unserer Tür wieder eskaliert? Oder überhaupt noch existiert? Kann es sein, dass ihr euch krank fühlt? Wenn ich nicht bin, wenn unten ist sich euer Kopf nicht mehr abkühlt. Dann kann es sein, dass ihr mich versteht und ihr wisst, wie es mir geht. Du sagst, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und was ich sage, es regnet, wenn ich sag's allein. Und wenn ich unten lang bin, sag ich schon trocken. Du wirst sehen, es kann die Hölle sein. Du sagst, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich bin aber keine Fans. Ja. So, dann kommen wir gleich auch schon zu unserer letzten Band. Zuerst würde ich mich aber gerne nochmal bei Socke bedanken. Eure NSA-Agentin hat zugeschaut in unserem Livestream und sie wäre stolz auf euch. Damit mein Team mich nachher nicht lünscht, muss ich leider noch eine Sache tun. Nämlich, wer noch im Stream zusieht, ist meine Mutter 500 Kilometer entfernt und ich soll einmal Hallo Mama sagen. Mama ist stolz auf mich, genau. So, dann will ich aber auch gar nicht groß reden. Als nächste und unsere letzte Band kommt gleich Bouncing Betty, die bereits 2019, glaube ich, war es, bei uns auf dem Rock Explosion gespielt haben und da schon die Mega-Stimmung verbreitet haben. Deswegen, freut euch mit mir auf Bouncing Betty und feiert noch ein bisschen.
gibt's noch mal. Nee, deshalb haben die dann quasi gesagt, Open Air Präsenz. Die Bühne, sowas halt had some technical problems. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. With greetings from hell, no way to elude my friend. 'Cause every time I see your eyes, I can feel your disguise. Let me take you for a ride on this coaster called life. No way up, we're going down, my friend. Save a thing, but white turns black. You know there's no turning back. Go and do down yourself. I should have seen our way out of here. So close your eyes and just follow my lead, I would have said. Don't try and fight, don't try and fight. It's alright, it's alright. Well, we'll light your fire, your desire. It's alright, it's alright. I will light your fire, your desire. Your skin is burned to the ground. Rest yourself, I'm the only pain. 'Cause I'm watching you enjoy the talk to you go through. I know you can't recognize yourself. She'd have seen a way out of here. So close your eyes and let it be. Just follow my lead. It's alright, it's alright, I will.
Ich sag dir alles gut auf dieser Seite. Ich sag dir alles gut auf dieser Seite. Okay, nicht fishing for compliments, aber macht euch mal noch mal ganz kurz so ein bisschen bemerkbar für die erste Band des heutigen Abends. Euphoria, Menschen! What the fucking show! Und macht euch bemerkbar für Soccer! You walk a dangerous line, all your loaded down. It's just a matter of time before you hurt someone. I realize you lie to everybody around. You think you want to cool, baby? I do the sweat of the crowd. I'm the biggest bitch in town. You like to play with heart. Your favorite car, you roll the boys and style.
meine, ich merke, wie untrainiert ich bin. Aber alle, das ist das nur, Leute. Komm, Leute, wer macht mit? Wer tickt mit mir mit? Leonberg, seid ihr auch so unfit? Okay. Hey Leute, Leute, ich muss mal kurz was sagen. Ich habe gerade hier eine Menge, ein paar Leute entdeckt, die ich unglaublich feiere und die arrestlich werden übrigens auch. Macht euch mal bemerkbar, da drüben für die Jungs von The Journey Back. Und die anderen? Die anderen begrüßt du nicht. Ein fettes Buh! Doch nicht. Okay. Wir haben ein neues Video am Start. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon gesehen. Es geht nichts über Selbstverarsche. Swans Caller. Satisfy me! Come on!
power. I'm a traitor. I'm a son of misbehavior. I'm a sinner and I'm insane. And I can't feel any pain. I can't control myself. Expressing all and everything I've got. Living less, not enough. Do what you want. Now I need. And I'm a denier, I'm a loser, and I'm insane. And I can feel anything. I can't control myself, expressing all and everything I've got. Living less, not enough. Say what you want. Dankeschön. Aha. Bei mir klingt's noch was. Bei mir klingt's noch was. Ja, bei mir nicht. Ich hab keinen Platz mehr. You're a heartless heart. Corona. Yeah. Delta auch noch. Hat jemand Delta? Hat jemand Delta Kappa Gamma? Gut. Zwei, ja. Vier. Sehr schön. Macht ein bisschen mehr Abstand nach hinten, bitteschön. Schützt die anderen Leute. Toi, toi, wäre eine Alternative. Okay? Hat jemand die ausverkaufte EP von uns? Nein, ist tatsächlich so. Wir haben wirklich keine mehr. So what's called why? Such a mystery, why can't I unlock your heart?
Schon mal live gesehen hat, weiß, dass an dieser Stelle es normalerweise fürs Publikum immer was zu trinken gibt. In der ersten Reihe die Menschen so da stehen und man da Schnaps durchgehen lässt. Das ist jetzt in diesen Zeiten leider eher nicht ganz so cool. Aber dafür gibt's ein bisschen Mitte Rock'n'Roll! Ich sagte Mitte Rock'n'Roll! So wird der Elvis heute klingen, vermutlich. Swat Call Hall! Thank you! I met her one week and she didn't have a boyfriend ever. What she said, tell me what I want, I needed to know. I wanna take it too slow. We do the whole lot of shaking, whole lot of shaking.
Lieblingsansage. Ja. Zu welchem Song? Ein bisschen Hold on the Rosie, das war Hold on the Shaking, das kommt Hold on the Rosie. Braucht jemand einen Stick? Ah, komm, du hast schon einen. Wait a minute. Okay. Das ist wie Blumenstrauß von meiner Hochzeit. One, yeah. Wer heiratet ihn? One, two, three. Wer heiratet ihn? Ja, Mann! Sorry, Stefan ist schon verheiratet. Wir wären wieder bei der Single. Habe ich schon erwähnt, dass sie ausverkauft ist? War das? Gut. Swan's called Fallen Angel. It goes like this. Now, life is broken, shattered. It's got out of hand somehow. Well, she left me for another guy. Once it looks so bad, it's out of human sight. Now she cries a thousand tears out like it's pouring rain. The girl that once was laughing, now got fears and pain. Und da draußen? Auch Leon Berg? Nein. No. Gefeiert wird hier drin. Hier ist Leon Berg, richtig? Da draußen nicht. Well, it's sad to see that you will never be the same again. Funny!
Gedöns sparen wir uns, weil gibt ja leider Zeit auf Lernen. Wir haben noch einen Song zu spielen. Ich denke, ihr werdet ihn kennen. Vielleicht nicht so. Vielleicht nicht so. Habt ihr Bock, ein bisschen zu grölen?
eigentlich. Habt ihr Bock, ein bisschen zu grölen? Wie sieht's außerhalb Leonbergs aus? Wir bleiben hier drin. Ich denke, ihr werdet ihn kennen. Schreit und singt ein bisschen mehr. Kira, give me two fucking big ones! One, two! Vielen Dank, Leonberg. Wir sind Bouncing Betty aus Stuttgart. Vielleicht besucht ihr uns mal wieder. Ihr findet uns auf YouTube, Spotify, Facebook. Ihr kennt das alles. Ist aber deutlich, wirklich, ist wichtig für uns. Besucht uns wieder. Dann werden wir vielleicht ein bisschen fitter sein wieder. Kira! We're
Spaß noch. Kommt gut nach Hause. Bleibt so schön, wie ihr seid. Dankeschön. Zählt ihr mit mir auf vier? Zählt ihr mit mir auf vier? Ich mach die eins, ihr macht den Rest. Kira muss es hören, die Band auch. Das hört sich so ein bisschen nach Zugabe an. Okay. Wirklich, tatsächlich Versuch. Nein, wirklich, wir haben das tatsächlich so noch nie gemacht. Wir werden eine neue Single rausbringen im Vierteljahr. Nee, halbes, für ein halbes Jahr. Und so in ein, zwei Jahren dann. Ein halbes Hundejahr. Mal sieben. Nein. Wir probieren das jetzt einfach mal ohne bla bla bla. Ich bin gespannt, ich will den Text noch drauf haben. Okay. Wenn ich's versau, pfeift mich aus, schmeißt mit Gegenständen und pisst mich an und futzt mich drum. Nein. Please accept this little apology. I know you can hear me, that you feel me, now you belong to me. But I'll never be ready to see you cry. Please don't cry, please don't cry. Oh God. In one night, you changed my life. Tomorrow I won't be here. I won't be here for you when you are gone. And I am done. Tomorrow I won't be here. I won't be here for you. Willst du mal stimmen? Backflip machen, aber im halben Jahr wieder, wenn ich fit bin. Alles gut, ciao. Macht's gut, vielen Dank. Mal kriegt ihr mich noch zu Gesicht. Vielen, vielen Dank.
an alle unsere Bands heute. Vielen Dank natürlich auch an jetzt gerade Bouncing Betty. Nochmal ein krasser Applaus für die Jungs. Ich dich auch, Sinne. Wir wollen uns natürlich auch bei MLD bedanken für die großartige Technik, die sie uns hier hingezimmert haben. Wir wollen uns bei der Stadt bedanken, dass sie das alles überhaupt möglich gemacht hat. Und ich will mich natürlich auch bei unserem ganzen Team bedanken, weil hier verdient keiner von unseren ganzen Jungs auch nur einen Cent da dran und die machen halt alle in ihrer Freizeit. Und ich finde, ihr habt einen richtig, richtig guten Job gemacht. So, ich hatte noch ein paar andere Sachen zu sagen, die Hälfte habe ich wieder vergessen. Eine Sache gibt es auf jeden Fall noch, wenn irgendjemand von euch ein Handy verloren hat, kommt auf uns zu. Es wurde eins gefunden, das findet bestimmt wieder seinen Besitzer. Was soll ich noch sagen? Hast du was vergessen? Ach ja, den Livestream von heute kriegt ihr natürlich dann auch die Tage auf YouTube zu sehen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird mit ein bisschen Editing oder sofort. Okay, ihr könnt jetzt nach Hause gehen und euch das ganze Konzert nochmal angucken. Und in Zukunft wird natürlich noch viel, viel mehr Content kommen. Die Kulturstoffzelle ist richtig scharf drauf in nächster Zeit. Ihr wollt mich nicht singen hören, wirklich nicht. Egal. Abonniert die Kulturstoffzelle auf allen möglichen Kanälen. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf YouTube. Natürlich auch Jugendhaus Leonberg e.V. und auch natürlich das Rock Explosion, was hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Wir sehen uns dann. Ciao.
Wait a minute. Glaub, jetzt sind wir auf Sendung. Wir sind auf Sendung? Wir sind auf Sendung. So. Ganz schlecht. Kinder- und Jugendtage rauchen. Ja, ist egal. Geht nicht Stream, so Stream gucken eh nur noch. Was sind's noch? Wie viele Leute sind noch dabei? Also, es schiebt eh keiner mehr, wir machen das nur noch für die Konserve. Okay. Alles klar, Bouncing schön, Patty. Schön da draußen. Ich war ein bisschen müde, habe ich das Gefühl gehabt. Nicht fit, tatsächlich. 2 Jahre Bühnenabstinenz, tatsächlich über 1,5 Jahre null Probe. Wir haben jetzt tatsächlich 3-mal geprobt. Und weil wir hatten auch keinen Proberaum. Tatsächlich. Also kam quasi alles aus der Konserve? Ja, so ein bisschen, genau. Aber ich mache mal die Brille hoch, das kommt assi. Ja, aber ich sehe ramponiert aus. Ist schon okay. Darf man bei sowas auch? Ja. Also 2 Jahre quasi nicht proben können? Tatsächlich. Also ihr habt euch auch noch nicht getroffen oder was? Also ihr wart wirklich komplett weg vom Fenster? Ja, also wir haben ein bisschen Sound-Tüfteleien gemacht, haben Songs geschrieben, haben 3 Videos gedreht. Ich hab's gesehen. Ihr findet uns auf YouTube, Bouncing Betty Band. Ihr findet uns. Genau, die Videos. Alright. Was war das letzte? Satisfy Me? Yes. Ja. Ja. Schöne Selbstverarsche. Sehr selbstironisch. Was habt ihr euch dabei gedacht? Total, gar nichts. Nein, tatsächlich. Wir haben schon ein paar Jahre her, hatten wir eine Live-Situation so in dieser Richtung irgendwie. Unser Drummer so besoffen war, den haben wir dann unterwegs eingefangen. Und so entstand die Idee, irgendwas zu machen, was jetzt nicht immer nur mit Performance zu tun hat. Und das ist die Band und wir sind so toll und yeah. Und sondern stattdessen besoffener yeah, Roadtrip. Ja, tatsächlich so ein bisschen Roadtrip. Das war ein super Tag, zumal bei gefühlt 400 Grad ich den ganzen Tag mit Pelzmantel. Ja. Ja, Cabrio und nicht eingecremt. Ich sah abends aus wie Winnetou, so wie jetzt. Zum Schluss 2 Kilo leichter? Nein, aber patschnass. Tatsächlich. Ja, aber hat Spaß gemacht. Wir haben selten so gelacht beim Videodreh. Ohne Witz, das war so witzig. Zumal wir in realen Umgebungen gedreht haben. Das heißt also, wir haben manchmal tatsächlich den Verkehr aufgehalten, wenn ich dann irgendwie im Cabrio drin stand und neben mir Gas geben, immer korrigieren. Etc. Und hinter uns eine Riesenschlange an Autos. Ja, war witzig. Manche haben es gesehen, was da passiert, und haben uns dann abgefeiert. Aber es gab natürlich auch andere Stimmen, die fanden es überhaupt nicht witzig. Aber egal. Das sehr viel, würde ich sagen. Ja, aber war trotzdem ein sehr lustiger Tag auf jeden Fall. Habt ihr sowas noch weiter vor oder jetzt, wo ihr wieder auftreten könnt? Jetzt erstmal natürlich wieder gucken, dass wir wieder live spielen und wieder fitter werden ein bisschen. Ja, klar. Und kurzes Announcement an der Stelle, 13.8. spielen wir bei Rhönrock, kennt man vielleicht. Headliner ist, glaube ich, Pink Cream. Skid Row hätte spielen sollen tatsächlich, haben aber abgesagt, weil Corona und Schnickschnack und ja, ein bisschen doof. Und da spielen wir tatsächlich am Freitag, ist glaube ich Freitag, 13.8. Dann geht's ja direkt wieder los bei euch. Ja, wir haben Anfragen aus England, aber erst nächstes Jahr, weil dieses Jahr, wer weiß, und England sowieso jetzt gerade. Delta geschädigt. Für die, die euch noch nicht so gut kennen, also ihr macht schon einiges. Wie lange hat es euch denn schon so? Wie lange kann man euch denn so, schon so anhören? Boah. Ich denke 4 Jahre plus minus. Ja. Mit dieser Pause jetzt natürlich inklusive. Ja, aber dafür, also ich. Bühnenshow war wirklich, also das war richtig krass, ne? Da ging's richtig ab. Dankeschön. Hatte eine ganz schöne Energie drauf. Ja. Seid ihr so auch unfit. Unter der Bühne? Oder ja, gut. Ja, tatsächlich. Kommst du auch morgens so rein zur Arbeit? Ja, nee, wirklich, ohne Witz. Also ich bin so, wie ich bin. Also ich mache da jetzt nicht, setze mir da keine Pappnase auf und mache das, sondern ich kann manchmal nach dem Konzert tatsächlich nicht mehr sagen, was ich gemacht habe. Ich mache Dinge, I don't know. Ja, verstehe. Ist so, ja. Alles klar. Gut, also das war Bouncing Betty, Interview mit Stefan, dem Sänger. Alle die Socials von Bouncing Betty sind unter dem Video auch nochmal verlinkt. Also solltet ihr Bouncing Betty suchen und nochmal hören wollen, beziehungsweise irgendwann mal live sehen wollen, besucht sie auf ihren Social Media Seiten. Ja, und gut. Streamt uns auf Spotify, besucht uns auf Facebook und YouTube. Ihr kennt das alles, die ganzen Kanäle. Klingt jetzt ein bisschen nach billiger Werbung, aber das ist so wichtig geworden, Leute. Jeden. Nein, tatsächlich, ohne Witz. Und jetzt nach dieser Zeit, es ist so wichtig. Streamt uns bei Spotify, tell your friends. Vielen Dank. Stefan, danke. Rein, war uns ein Fest, tatsächlich. Ja, danke, danke. And I'm gonna take the microphone over to. Jetzt habe ich 2 Mikrofone. So, dann möchte ich auch noch mal ganz kurz das Team vorstellen. Wenn jetzt Jonas nimmt jetzt mal die Kamera. Also ich will mich selber nicht vorstellen. Aber ich kann jetzt mal dieses Gerät hier nehmen.
So, das ist Jonas, der hat die ganze Zeit die Regie geführt. Hier hinten, das ist Jacob, der hat den Ton gemacht. Und da rennt noch Gunnar rum, der hat die zweite Kamera geführt. Willst du kurz noch einen auf mich richten? Und das ist Torben, der die meiste Zeit mit der Hauptkamera vor der Bühne rumgerannt ist. Das war er. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Oh fuck. Das Video bleibt noch eine Weile oben. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr werdet in nächster Zeit bestimmt mehr von euch uns sehen. Nächstes Wochenende sind wir wieder beim Leo Kick. Nicht ganz so musikalisch, aber wen interessiert Fußball, lokaler Fußball, übertragen wir auch. Gut, dann verabschiede ich mich ganz herzlich vom Team der Kulturstoffzelle. Einen schönen Abend.